Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris. Wir sind das Klacknackprax-Science Collective und wir sind gerade dabei, das Universum für uns zu gewinnen. Ja, wir sind eigentlich gar nicht einmal so ein kleiner Ort, wenn wir das dann noch alles verbinden. Wenn wir da diese südliche Kolonie quasi mit dem Rest verbinden, sind wir ganz schön groß. Um einiges größer als unsere südlichen Nachbarn, die ein bisschen ein Pain in the Ass sind. Schauen wir mal. Ich hoffe, wir kriegen bald irgendeine Forschung, damit wir da von uns aus auf diese Seite hüpfen können. Also quasi auf die nächste Spirale der Spiralgalaxie. Na, wir werden sehen. Okay, machen wir mal die Research complete. Zeit weg. Wir haben Research. Am Ende der letzten Runde haben wir noch unseren Nachbarn einen tollen Vorschlag gemacht. Yay. Destroy Assembly Yards können wir jetzt bauen. Und einen Spaceport Level 4. Ist das gut? Ich weiß nicht, aber es könnte schon sein. Wow, Cruisers. Was können Cruisers nennen? Garantium. Engineering Facility 2 ist auch nicht schlecht. Keramo Metal Armor. Vielleicht sollten wir unsere Schiffe weiter verstärken. Das ist vielleicht nicht perfekt, aber ja, was soll's. Gut, also wie schon gesagt, unseren direkten Nachbarn, den, wie heißen die? Vex Klanger Pakt, haben wir ja angeboten ein Research Agreement. Yes, und sie haben angenommen. Okay, das klingt gut. Sind sie uns dadurch freundlicher gesonnen? Nein, sie sind noch immer bei minus 10. Na, schauen wir mal, was passiert, wenn wir diesen Pakt eine Weile haben. Vielleicht sind sie uns dann freundlicher gesonnen. So, wartet mal, irgendwas ist passiert. The negotiations for appointing a new director are underway. The decision will be announced on 2240-0401. Okay. Wir haben eine Wahl. Elections are in progress. Select a candidate to support or spend influence to keep our culture currently ruler for another term. If we do not interfere, a random candidate will be elected. Ja, dann sollten wir schon irgendwie interferieren. Ship costs klein. Okay. Also der macht unsere Schiffe billiger. Der macht unsere Forschung schneller. Was heißt der Voidable? Der auch. Oder? Warte mal. Ach so, wartet. Was heißt? Space Miner. Minus 25% Kosten. Okay, Happiness plus 10%. Okay, das ist schon mal gut. Was kann der Schiffskosten und Armykosten senken und Fortifier Kosten für die Verteidigungsanlagen senken? Der ist ein Explorer, der macht
Science Ships und Anomaly Research besser und er lebt länger. Und was macht er hier? Korvetten billiger und Happiness mehr. Ja, okay. Ich glaube, ich nehme den. Not enough influence. Ach so, wir brauchen 200 Influence. Okay, das heißt, ich kann sowieso nicht wirklich was beeinflussen hier. Ach ja. Schaffen wir das bis zu dem Zeitpunkt? Nein, eher nicht, weil ich 2 pro Monat kriege. Heißt, dass ich komplett nicht auf 200. Das heißt, wir können eh nichts anderes machen, als zufällig den kriegen, den wir kriegen. Konstruktionsschiff arbeitet, Science Ships sind irgendwie unterbeschäftigt. Construction complete. So, wen haben wir jetzt gewählt? Axan Upiverta. Hey, Etienne, den wir wollten. Ah, das war einer unserer Wissenschaftler. Verstehe. Das ist natürlich ein Problem mit den Namen. Keinen von diesen kann ich in irgendeiner Weise von anderen unterscheiden. Okay, was ist diese Agenda? Scientific Leap. Heißt das, er will, dass wir diese Agenda starten? Oder was bedeutet das? So, Nö, das ist nicht in unserem Reich. Tja, wo fangen wir an? Mal den da ein. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja schauen. Gibt es da sowas? Research Boost. Das wäre das hier. Encourage free thought, research speed plus 10%. Also steht jetzt nicht, dass der das irgendwie kann, diese plus 10%. Vielleicht sollen wir es schaffen, wenn wir das zusammenkriegen, dann macht irgendwas ganz Tolles für uns. Encourage Free Thought wollte ich hier schon immer mal machen. Dauert außerdem eh nicht ewig.
Schauen wir mal, ob die Leute jetzt so unzufrieden werden, dass sie uns gleich wieder rauswerfen. Von den ganzen Planeten. Gut. So, wir sollten uns da mal umschauen, was wir da alles machen können, weil wir haben da tatsächlich... Kann man das entfernen schon? Nö. Keine Möglichkeit. Saatenattack. Bauen wir vielleicht auch, ja, das ist schon klar, ein Powerplant. Ich muss so. Und wie viel Essen produzieren wir hier? 4 im Plus. Aber das war's dann schon. Viel mehr Essen kann man dann immer mehr produzieren. Da können wir noch Essen produzieren. Aber es ist besser, hier Essen zu produzieren und da geht, also Getreide, was sage ich, eine Mine hinzubauen dann. Gut, dann bauen wir da noch eine hydroponische Farm her. Gut. Das wäre schön, wenn wir das bald entsorgen können, was wir mal eh gleich können, weil wir produzieren hier jetzt um einiges mehr Energie. Auch hier produzieren wir einiges mehr Energie. Und hier sind wir sowieso supi. Okay. Nach dieser Folge werde ich wieder mal Pause machen. Ich bin schon müde. Vielleicht machen wir da überhaupt eine sehr kurze Folge draus, eine 20-minütige. Ich glaube nicht, dass allzu viel passiert, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir die den Krieg erklären werden. Ich glaube eher nicht. Die sind zwar... Construction complete. So, Konstruktionsschiff. Was machen wir jetzt? Wo bauen wir das nächste aus? Was haben wir da? Bauen wir gleich beide. So, 170, das heißt, wir könnten diesen Gegenden mal so richtig fest das Ding wegmachen. Construction complete. Research complete. So, Construction, schauen wir uns das einmal zuerst an.
Okay, auch da werden wir mal. Das entfernen. Achso, wir können es nicht so, wie wir es jetzt nicht können. Research, ah, okay. Was machen wir als nächstes? Dieses Handschlagding ist cool. Das ist auch nicht schlecht. Die Frontier Klinik produziert Essen und macht das Gebiet bewohnbarer. Das ist auch nicht schlecht. Außerdem hätten wir da einen Forscher, der 10% bringt. Machen wir das. Den da hier. Und dafür hierher, dann hierher. Machen wir den Heini da. Ah, Mist, ich weiß schon, was ich vergessen habe. Klacks, Nax, Top. Spaceport ausbauen. Und. Ah, dafür brauchen wir ein Spaceport Level 4. Na gut. Könnte es eigentlich den Spaceport auch upgraden? Ich will mal auch aufrüsten und dann gleich noch einmal, damit wir dort unsere Destroyer gescheit verarzten können. Ich hoffe, das kostet nicht zu viel Energie, so ein Spaceport, sondern liefert eher einen. Ja, Scott ist bald drinnen. Scott können wir bald anschließen an unser Netzwerk. Construction complete. Construction complete. So, als nächstes. So, was für Constructions sind denn das? Wow. Ach, verstehe. Heißt das, da können wir sowieso nur das hinbauen. Das heißt, egal was ich da erforsche, ich kann sowieso nichts anderes da dran bauen. Kann das sein? Ah nein. Wir schauen uns das zuerst einmal an. Weil ich glaube nicht, dass das so ist. So, du bist auch fertig mit irgendwelchen Constructions. Na dann. Mach doch mal weiter. Construction complete. Research complete. Tja. Ah,
da hätten wir den Typen reinsetzen können, den 5%, und den hätten wir aufs Schiff stecken können. Okay, was haben wir da als neue Forschung? Fusionsmissiles, Iron Thruster und Beryllium-Erz. Das macht die Raketen besser, nehme ich mal an. Das ist Raketentechnik, alles gell. Nochmal die Iron Thrusters. Dann sollten wir schneller werden. Gut. Wie gesagt, ich bin heute eh so müde. Das heißt, wir machen das etwas kürzer. Wir werden dann abdrehen. Jetzt. Na, schau an. Das hat sich ja doch fast ausgezahlt. Wir produzieren bereits 99 Mineralien im Monat und ein Plus von 16,6 Energie im Monat ist auch nicht so schlecht. Aber die sind etwas stärker geworden und wir haben WT verloren. Das gefällt mir nicht dafür. Und unsere Flotte kann größer sein. Das heißt, wir werden jetzt einfach anfangen, wieder Flotte zu bauen. Wir bauen danach einfach ein paar Destroyer. Das kostet unser ganzes gesamtes Geld. Oder machen wir das erst, wenn die Destroyer Assembly Yard fertig ist. Weil dann sind sie ja doch um einiges billiger. Okay, machen wir das so. Herrschaften, an dieser Stelle möchte ich euch eine schöne gute Nacht wünschen. Ich werde jetzt auch schlafen gehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann.